Wir kommen in die 80er Jahre. Die 80er Jahre. Und wir gehen nach Bremen in den Norden. Ja, die 80er Jahre waren Jahre voller Optimismus. Die Grünen kamen in Deutschland ins Parlament. Man protestierte gegen Atomkraftwerke, gegen sauren Regen, gegen Pershing, Raketen. Tja, alles schien möglich. Die Songschreiber schrieben deutsche Texte für die Rock- oder Popmusik und sie hatten sogar Erfolg. Ja, und ich war verliebt. Und das Leben war rosa-rot. Ich lebte mit meinem Freund in einer Wohnung, da im Viertel, wo man leben musste. Und es war alles wunderbar. Doch dann passierte etwas, was mich lange Zeit zum Nachdenken gebracht hat. Wir bekamen eine neue Mieterin. Ich wohnte in der zweiten, also wir wohnten in der zweiten Etage und in der dritten Etage zog Frau Hackstein ein. Frau Hackstein, eine kleine, ältere Dame mit dieser Betonfrisur, wegen dem Lack und der Dauerwelle, grau-lila, schön geschminkt mit Rimmel. Und als sie einzog, hat sie sich bei jedem Nachbarn vorgestellt. Guten Tag, ich bin Frau Hackstein. Die neue Mieterin. Wenn Sie mal etwas brauchen, eine Zitrone oder Zucker, dann fragen Sie mich. Ich helfe gerne. Und dann sagte sie, Gott schütze Sie. Also ihr seht, sie war eine sehr wohlerzogene, etwas antiquierte, alte, freundliche Dame. Deshalb haben wir uns gewundert, als wir von ihrem Hobby erfahren haben. Krimis lieben. Ja? Und man kann im deutschen Fernsehen zu jeder Uhrzeit einen Krimi sehen. Und Frau Hackstein sah ab 7:45 bis 12 Uhr einen Krimi nach dem anderen. Woher wir das wussten? Sie war etwas schwerhörig und hatte den Fernsehapparat auf volle Lautstärke gestellt. Ja, ein Krimi. In einem Krimi reden die Leute nicht viel. Ne? Man hört plötzlich Schritte, tap, 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 tap. Oder man hört, halt, Hände hoch oder ich schieße. Oder Polizeisirenen, da, dü, da, 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 dü, da, da. Oder irgendwelche Drösen, Atmungen. Naja. Mein Freund und ich, wir haben uns einen Freizeitspaß gemacht. Wir haben uns nämlich die Szenen aus dem Film vorgestellt. Wir haben also unserer Fantasie freien Lauf gelassen und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hätten wir jedes Drehbuch für einen Krimi schreiben können. Dann passierte allerdings etwas. Ich hatte am nächsten Tag eine Prüfung, eine wichtige Prüfung, und Frau Hackstein hatte um 12 Uhr den Fernsehapparat immer noch eingeschaltet und man hörte Sirenen und Geschrei und irgendwelche Maschinengewehre. Es war schrecklich. Und um 1 Uhr konnte ich es nicht mehr. Ich war sowieso nervös, aber so kann man nicht schlafen. Und ich sage zu meinem Freund Sebastian, geh nach oben und sag der Frau, sie soll diesen blöden Fernsehapparat ausstellen. Sebastian ist nach oben gegangen und hat geklingelt. Es war nicht zu machen. Dann sind wir runtergekommen. Bis 2 Uhr. Schießereien und Konfusionen und Schreien. Riesig, 2 Schüsse. Bang, bang. Totenstille. Ich war so sauer. Aber gut. Endlich bin ich eingeschlafen. Am nächsten Tag habe ich mein Examen gemacht. Ist auch okay gewesen. Aber am Nachmittag war ich immer noch sauer.
Und ich denke, ha, ich werde mit Frau Hackstein sprechen. Ich gehe also zu ihrer Wohnung, klingle. Niemand macht auf. Mein Ohr an der Tür bringt auch keine Information. Anscheinend ist die Dame nicht zu Hause. Okay. Um 7:45 gibt es aber kein Krimi. Es ist ruhig. Naja, denke ich, wunderbar. Hat's ja gemerkt, dass man nicht so lange Fernsehen gucken kann. Ja. Die Tage vergehen, es gibt kein Krimi. Langsam finden Sebastian und ich das schon schade, weil irgendwie hat es auch Spaß gemacht, sich die Situation vorzustellen. Ungefähr nach 3 Wochen klingelt bei uns der Nachbar, der genau gegenüber von Frau Hackstein wohnt. Und er sagt, kommt doch mal bitte mit. Es riecht so komisch. Wir gehen nach oben und total. Es riecht nicht nur komisch, es riecht entsetzlich. Wir klingeln wieder, niemand macht auf. Wir hören, es scheint niemand da zu sein und jetzt haben wir alle Angst. Es wird wohl besser sein, wir rufen die Polizei. Die Polizei kommt. Und schließlich bricht die Polizei die Türe ein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das Panorama aussah, vor dem die Polizei sich fand. Hat jeden einzelnen Nachbar gefragt, wo waren Sie, wie ist Ihre Relation zu Frau Hackstein? Wir mussten alle unsere Fingerabdrücke abgeben. Es war schrecklich. Tja, und nach 3 Wochen bin ich mal zum Kommissariat gegangen. Und ich hatte Glück. Da war gerade der leitende, ermittelnde Kommissar. Und ich habe ihn gefragt, ja, was denn? Was ist denn jetzt? Und er sagte mir, dass alle 13 Kadaver von Frau Hackstein erschossen worden waren. Aber Frau Hackstein war und blieb verschwunden. Sie hatte sich in Luft aufgelöst. Und seitdem muss ich sagen, dass wenn ich eine freundliche, sympathische, ältere Dame, wohlerzogen mit Rimmel und der Betonfrisur sehe, dann halte ich Distanz.